Ganz herzlich willkommen zu diesem Live. Heute soll es um Insulinresistenz gehen. Ich weiß, das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Ab einem bestimmten Alter kommt man in die Verlegenheit, nicht mehr so bequem abnehmen zu können. Die Müdigkeit steigt und man hat mal weniger das Gefühl, in seiner Kraft, in seiner Vitalität zu sein. Irgendwie denkt man, das Alter nagt an einem. Aber schlussendlich ist es weniger das Alter, sondern vielmehr der Prozess, dass unsere Zellen langsam mit steigender Intensität den Zucker verweigern. Und wie sie das machen und wie das alles miteinander zusammenhängt, dazu habe ich heute für euch eine Präsentation vorbereitet. Ich sehe schon, da gucken 4 Leute zu. Hallo, es freut mich. Schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, es werden auch noch ein paar mehr, denn dieses Thema ist total spannend, aber auch sehr, sehr wichtig für jeden, der auch, also auch für Männer, egal ob Mann oder Frau, für jeden, der ab Mittelalter, also ab 40, 50, versucht, Gewicht zu reduzieren, gesund Gewicht zu reduzieren und wieder in seine Energie zu kommen. Denn die Insulinresistenz, das ist ein Stoffwechselgeschehen, das ist ein Prozess, der beginnt schleichend und wir merken das gar nicht, dass unsere Zellen einfach immer weniger Energie produzieren können. Und wir einfach von den guten Sachen, die wir auch essen, einfach immer weniger profitieren können. Ja, wir glauben, wir müssen halt einfach, wenn wir älter werden, einfach nur gesünder essen und dann klappt das wieder. Aber das ist eben auch ein Trugschluss. Und wie das jetzt alles zusammenhängt, das habe ich für euch vorbereitet. Ganz herzlich willkommen hier zu unserer Live-Übertragung auf Facebook Gesundwege. Und ich habe mich verpflichtet, hier immer wieder einmal live zu kommen, damit ihr mich kennenlernt, damit ihr auch wisst, wie ich arbeite, wie ich auch mit meinen Coaches arbeite und in meinem Gruppenprogramm. Aber für heute habe ich eine Präsentation vorbereitet und euch das ein bisschen auch bildhaft näher zu bringen. Und dazu werde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Ich zeige euch mal, was ist Insulinresistenz? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und ich hoffe auch, dass ich gut verständlich bin. Okay. Insulinresistenz ist der Verteidigungsmechanismus unseres Körpers gegen zu viel Zucker. Insulin schützt unseren Körper vor einem Blutzuckeranstieg über 100. 100, da kann man, das gibt ein Äquivalent. 100 ist die Zahl für Milligramm pro Deziliter. Und das ist das Äquivalent zu 5,5. Das bedeutet Millimol pro Liter, wenn man den Blutzucker im Blut misst. Warum arbeitet unser Körper so hart, um den Blutzucker immer unter 100 zu behalten? Das liegt unter anderem daran, dass der Zucker in unserem Blut so zerstörerisch wirkt. Selbst ein halber Teelöffel Zucker mehr im Blut, ständig mehr im Blut, als wir brauchen, kreiert Schäden, zum Beispiel an unseren Adern und Kapillaren oder an unseren roten Blutkörperchen. Und dadurch eben auch an all unseren Organen und Geweben. Der Zucker schafft auch Schäden an den Nervenzellen und an den Drüsen und er verschlechtert mit der Zeit das Augenlicht. Er belastet die Leber, die Nieren werden überlastet mit der Zeit und natürlich auch die Bauchspeicheldrüse. Jetzt gucke ich noch einmal kurz, wie das hier mit Facebook ist, ob die Übertragung noch gut läuft, funktioniert. Ja, ich glaube schon. Super, denn Zucker kreiert Entzündung. Das muss man einfach wissen. Man kann sich das nicht vorstellen. Man glaubt vielleicht, ich esse ja gar keinen Zucker und wieso sollte das mich betreffen?
Zucker ist eben nicht nur der Industriezucker oder alle süßen Sachen, die wir essen, sondern eigentlich nahezu alle Kohlenhydrate. Denn in unserem Körper werden die Kohlenhydrate in Glucose umgewandelt. Und Glucose, das ist der sogenannte Einfachzucker. Und unser Körper kann die Glucose speichern, und zwar in seinen Muskeln oder auch in der Leber, um zum Beispiel immer parat zu sein, wenn wir Sport treiben, dass wir immer Energie haben. Oder wenn der Blutzucker in unserem Blut sinkt, unter 80 zum Beispiel, dass dann die Leber mit ihrem Speicherzucker den Blutzucker wieder ausbalanciert. Ja? Also, aber wenn wir unsere Zellen haben, die immer mehr den Zucker zurückweisen, dann muss der Körper den Zucker trotzdem aus dem Blut holen und dann wandelt der den in Fett um als Schutzmaßnahme, damit der Zucker nicht im Blut bleibt. Denn wenn der Zucker im Blut bleibt und zu lange den Blutzucker über 100 erhöht, dann bekommen wir eine kritische Situation. Es gibt zwei Brennstoffe in unseren Zellen. Das eine sind die Fette und das andere sind die Kohlenhydrate. Und wir haben, wenn wir essen, einfach immer die Wahl, dass unser Körper entweder Zucker verbrennt und Energie erzeugt oder Fette. Aber wenn wir Zucker und Fette zur gleichen Zeit essen, dann haben wir ein größeres Problem, denn dann kann der Körper den Zucker nicht in Energie umwandeln, sondern nur in Fette. Ja? Kohlenhydrate und damit auch der Zucker sind nicht der Hauptbrennstoff, auch wenn unser Körper den Zucker immer zuerst verbrennt. Und das erkläre ich gleich, warum das so ist. Der Grund, warum Leute glauben, Kohlenhydrate sind der Hauptbrennstoff, eben ist der, weil unser Körper den Zucker zuerst verbrennt, also zuerst verbraucht. Immer wenn unser Körper die Wahl zwischen Fett und Zucker hat, nimmt er zuerst den Zucker. Und warum ist das so? Das ist darum, weil der Zucker nicht im Blut bleiben darf. Wir dürfen in unserem Blut definitiv nur einen Teelöffel voll Zucker haben. Das ist alles, 5 Liter Blut, ein Teelöffel Zucker. Das entspricht in etwa einem Blutzuckerwert von 90 in etwa. Immer wenn wir mehr als einen Teelöffel Zucker im Blut haben, dann bringt das unser Körper in eine sogenannte Notsituation. Er muss also quasi dafür arbeiten, dass der überschüssige Zucker wieder rauskommt. Na? Und das bedeutet nicht, dass der Zucker der bevorzugteste Brennstoff im Körper ist, sondern nur, dass er im Prinzip der gefährlichste ist. Denn wir unterschätzen das gerne. Ein Apfel zum Beispiel hat 8 Teelöffel Zucker mindestens. Oder ein Stück Kuchen, da sind manchmal 15, 20 Teelöffel Zucker drin. Oder wenn wir eine Cola trinken, ja, also wir wissen, wir haben sehr viel Zucker in unserem Essen. Auch die ganzen versteckten Zucker in den ganzen Fertignahrungsmitteln. Aber auch in gesunden Lebensmitteln ist sehr viel Zucker versteckt. Selbst wenn da gar kein Zucker deklariert ist, ist Zucker drin, weil wir ja auch die Kohlenhydrate dazu zählen. Denn sobald wir ein Brötchen essen oder ein Stück Brot, dann wandelt unser Körper dieses Brot in Zucker um. Und dann haben wir Zucker gegessen. Und unser Körper packt also den Zucker in die Zellen. Dazu braucht er Insulin. Und das Insulin funktioniert wie so ein Schlüssel, das die Zelle aufschließt und dann geht die Zelle auf und dann kann der Zucker rein. Und das macht er, dieses Insulin hat er dafür, dass der Zucker eben nicht im Blut bleibt. Ja? Das Insulin hat die Aufgabe, den Zucker in die Zellen zu transportieren. Jetzt habe ich aber gesagt, dass heute das Thema Insulinresistenz ist. Und das bedeutet, dass die Zellen irgendwann im Laufe des Lebens anfangen, den Zucker zurückzuweisen. Das heißt, sie wollen auch von Insulin nicht mehr aufgeschlossen werden.
Und deshalb haben die Zellen eben einen Mechanismus, der dann dafür sorgt, dass das Insulin an der Zelle nicht mehr andocken kann. Der Zucker verändert nicht nur eben unseren Blutzucker, er verändert auch die roten Blutkörperchen. Sie werden steif und können weniger Sauerstoff transportieren. Und das führt mit der Zeit zu immer mehr Nährstoffmängeln und zu Sauerstoffarmut. Die Sauerstoffarmut lässt keine vollständige Verbrennung mehr zu. Ja? Denn immer nur dann, wenn der Stoffwechsel gut funktioniert und wir genügend Sauerstoff haben, können wir unsere Energie auch in den Zellen verbrennen. Ja, zum Brennen braucht es Sauerstoff. Und wenn wir aber, weil wir eine unausgewogene Ernährung haben, uns zu zuckerreich ernähren, zu kohlenhydratreich ernähren, dann verändert sich mit der Zeit das Blutkörperchen. Alle roten Blutkörperchen, die bekommen eine andere Struktur. Die können nicht mehr so viel Sauerstoff binden und sie werden in ihrer Struktur steifer. Ja? Sie passen nachher nicht mehr gut durch die kleinsten Kapillaren und weil sie sich nicht mehr schlank machen können. Die kleinsten Blutgefäße, die durch unser Bindegewebe wabern, also da durchgezogen sind, als kleinste Blutgefäße eben, die sind so schmal, dass ein rotes Blutkörperchen, wenn es sich nicht verändert in der Form, nicht mehr durchpasst. Jetzt ist einerseits der Zucker dafür verantwortlich, dass die roten Blutkörperchen steifer werden, aber andererseits auch durch die Verletzungen der Schärfe des Zuckers an der Arterienwand geschieht es außerdem, dass die Arterienwand auch repariert werden muss, wenn zu viel Zucker über Jahre und Jahrzehnte im Blut ist und dann eine Verdickung geschieht. Denn diese Reparatur, das macht unser Körper aus einem Mix von Calcium, Cholesterin und Fibrin. Und das ist ein sehr inflexibler Stoff, der klebt ein Pflaster auf die Seite, auf die Verletzung. Aber an der Stelle ist dann das Blutgefäß nicht mehr flexibel. Also wenn wir jetzt, dann haben wir jetzt ein doppeltes Problem. Wir haben einerseits also die kleinsten Blutkörperchen, die nicht mehr wirklich flexibel sein können. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Problem, dass auch das rote Blutkörperchen nicht mehr gut durchpasst. Und dann wird an der Stelle das Gewebe nicht mehr ordentlich versorgt. Das ist also einer der Hauptgründe, weshalb Zucker so schädlich ist. Und dann tragen wir, hier seht ihr auf dem Bild hier mit dem kleinen, mit der kleinen Zelle, das sind also jetzt mal, ich habe das jetzt mal so dargestellt, das sind jetzt mal die Rezeptoren für das Insulin. Und wenn wir über Jahre und Jahrzehnte zu viel Zucker in unserem Blut haben, dann fangen die Körperzellen an, diese Rezeptoren, wo normalerweise das Insulin andocken würde, einfach zu deaktivieren. Und dann, das ist zwar jetzt ein Überlebensmechanismus der Zelle, auf der anderen Seite fängt sie dann aber auch an zu hungern, weil sie schneidet sich von einem großen Versorgungskanal ab. Wenn wir dann aber weiter nur also eine kohlenhydratlastige Ernährung pflegen, dann hungern immer mehr unserer Zellen aus und unser Blut wird schlechter, sauerstoffärmer und unser ganzes Milieu fängt an zu kippen. Ja, das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn dann immer weiter der Sauerstoffgehalt des Blutes sinkt und wir nicht mehr ordentlich versorgt werden können, wir kurzatmig sind, wir keine Lust mehr auf Sport haben, keine Energie mehr haben, weil unsere Zellen nicht mehr an Energie herankommen, weil sie zugemacht haben, weil sie mit dem Zucker nicht mehr klarkommen. Aber wir essen ja nicht nur Zucker, wir essen ja auch andere Nährstoffe und auch die werden dann zum Teil blockiert. Auch die Zelle wird auch damit dann nicht mehr gut versorgt. Und dann haben wir wirklich einen sehr kritischen Zustand. Das nennt sich dann Insulinresistenz. Und das ist auch der Beginn des Diabetes. Ja? Und die
Folgen von Insulinresistenz, die habe ich hier jetzt mal dargestellt. Insulinresistenz ist also quasi die Stoffwechselsituation in unserem Körper und die hat alle möglichen verschiedenen Auswirkungen dann und kann sich zu bestimmten Krankheiten weiterentwickeln. Und wir haben im Prinzip eine durchweg unbefriedigende Situation, die sich über normale, auch gesunde kohlenhydratreiche Ernährung und über mehr Sport und so weiter nicht mehr lösen lässt. Weil was passiert, auch wenn wir dann anstelle der Supermarkt-Lebensmittel dann einfach in den Bioladen gehen und die Bio-Kohlenhydrate kaufen? Da passiert nichts anderes. Kohlenhydrate bleiben Kohlenhydrate, egal wo wir sie kaufen. Ja? Ich kann mir auch Agavendicksaft aus dem Biomarkt holen, deswegen bin ich trotzdem insulinresistent, auch wenn ich dadurch den Zucker ersetze. Denn auch Agavendicksaft ist purer Zucker. Auch wenn wir Bio-Ketchup essen oder Bio-Brote oder Bio-Nudeln oder was auch immer, das wird uns davor nicht bewahren. Was wir machen müssen, um diese Situation an der Basis zu entschärfen, ist, wir müssen wirklich die Ernährung ändern. Wir haben ja zwei hauptsächliche Brennstoffvarianten. Das eine ist eben der Zucker und das andere sind die Fette. Und unser Körper kann aus beiden Energie herstellen. Aber solange wir Zucker essen, kommt er an die Fette als Brennstoff nicht heran. Weil der Zucker eben bei uns im Körper immer den Vorrang hat, weil er immer aus dem Blut rausgeholt werden muss. Die Fette müssen das auch. Und deswegen ist es ganz schwierig, wenn man Zucker und Fette zusammen isst, dann hat man doppelt ein Problem. Ja? Man hat den schwierigen Zucker und man hat zusätzlich auch noch hohe Blutfettwerte. Und das kreiert ganz schlimme Krankheiten. Also das ist eine Situation, die schnell mal wirklich zu koronaren Herzproblemen, Arterienproblemen, also Durchblutungs- und Versorgungsproblemen führen kann und wo dann auch viele Menschen dann herzkrank werden zum Beispiel. Oder auch das Gehirn leidet unter dieser Situation. Ne? Wir sind ja von unserer Natur her so ausgestattet, dass wir eigentlich ungefähr, also ich habe im Prinzip Idealgewicht und das bedeutet, ich habe circa 1000 Kalorien in Form von Zucker als Speicher in meinem Körper und ungefähr 100.000 Kalorien in Form von Fett an meinem Körper, ja. Das glaubt man gar nicht. Also ich habe wenig Fett an meinem Körper, aber es sind, wenn man das umrechnet in Energie, sind das immer noch 100.000 Kalorien. Das heißt, ich kann ohne Zucker zu essen eine ganz lange Zeit von meinen Reserven leben. Das kann jeder auch, der übergewichtig ist, also der mehr als sein Ideal- oder Normalgewicht wiegt. Der hat mindestens doppelt oder noch mehr Speicher in Form von Fettkalorien an seinem Körper. Das bedeutet, evolutionär gesehen, bedeutet das, dass das unsere Energieressource ist. Ja? Also wir sind ja, die Natur hat sich ja was dabei gedacht, dass sie das so eingeteilt hat, dass sie nicht zum Beispiel uns so gemacht hat, dass wir zum Beispiel 100.000 Kalorien in Form von Zucker speichern können. Ja? Das ist eben nicht so. Wir haben nur einen kleinen Betrag von Zucker im Körper und der Rest ist Fett. Und deshalb ist es auch natürlich, dass wir unseren Körper die meiste Zeit dazu bringen sollten, anstelle von Zucker Fette zu verbrennen. Darum geht es. Unser Körper sollte lernen, Fette zu verbrennen. Aber wie macht er das? Unser Körper kann so lange, wie wir Zucker oder Kohlenhydrate essen, einfach nicht an die Fette rankommen. Die sind gesperrt. Das ist ein biologisches Gesetz. Solange wir einen erhöhten Blutzucker und mehr Insulin im Blut haben,
funktioniert die Fettverbrennung nicht. Denn Insulin ist unser stärkstes Fettspeicherhormon. Ja, also wenn Insulin in unserem Körper regiert, ich sage immer, wenn der König Insulin regiert, dann gibt es keine Fettverbrennung. Und wenn man das begriffen hat, also wenn man das sich selbst immer wieder mal daran erinnert, dass Zucker immer Insulin ruft und dass Insulin immer Fettspeicherung ruft, dann wissen wir, warum wir nicht abnehmen können, wenn wir älter werden und also Übergewicht angesammelt haben und merken, wir werden müde und energielos und lustlos und Nerven liegen blank und Gemütsschwankungen. Das sind alles so Entwicklungen, die in die Richtung Prädiabetes wandern. Und wenn wir da nicht achtsam genug mit uns sind, dann könnten wir es verpassen und können, ohne dass wir es wissen, in einen Prädiabetes hineinschlittern. Ich gucke jetzt nochmal, ob die Übertragung noch funktioniert. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, aber ich sehe es. Ja, das funktioniert noch ganz gut. Hallo Sandra. Freut mich, dass du zuschaust. Also, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier ein Umdenken ansetzen. Und wie machen wir das? Wie kommen wir von der Insulinresistenz los? Das ist nur möglich, indem wir die Kohlenhydrate drastisch reduzieren. So drastisch, dass wenn wir ein paar wenige Kohlenhydrate essen, unser Blutzucker nicht mehr über das Ziel hinausschießt. Ja? Dieses Niveau müssten wir erreichen. Und das geht aber auch nicht von heute auf morgen. Je nachdem, wo heute der Blutzucker steht, braucht es eine gewisse Zeit, bis wir unsere Zucker, also bei der Insulinresistenz ist es so, dass wir eine Fettschicht um die Leber entwickeln. Jeder, der eine Fettleber entwickelt hat, der hat schon eine gewisse Form von Insulinresistenz. Denn das ist das Zeichen, dass der Zucker eben nahe an der Leber abgelagert wird. Ja, das ist ganz automatisch. Die Leber vergrößert sich, baut mehr Gewebe auf, damit sie mehr Zucker speichern kann. Jemand, der insulinresistent ist, hat einen viel höheren Anteil, das sieht man hier, 2000 Kalorien zum Beispiel in Form von Zucker gespeichert, plus die Fettschicht um die Leber herum. Ja? Und wenn wir eine Insulinresistenz abbauen wollen, dann müssen wir zuerst damit anfangen, diesen Speicherzucker abzutragen. Das heißt, wir müssen auf Zucker und Kohlenhydrate verzichten. Jetzt ist das aber nicht so ohne weiteres. Ja, es ist schon möglich, aber es ist unangenehm. Deshalb habe ich ein Programm entwickelt, in dem ich Leute begleite darin, wie sie ohne große Nebenwirkungen und effizient genug ihren Speicherzucker abbauen und ihre Insulinresistenz reduzieren können, indem sie mit der gesunden Form der ketogenen Ernährung starten. Die ketogene Ernährung macht nämlich Folgendes. Sie sorgt dafür, dass der Blutzucker konstant herabgesenkt wird, dass das überschüssige, also insulinresistente Leute haben ja manchmal bis zu 7- oder 8-fach hohen Insulingehalt im Blut als normal gut wäre. Auch Insulin ist sehr entzündungsfördernd, wenn eine so große Menge an Insulin im Blut herrscht. Mit dem Beginn der gesunden ketogenen Ernährung schaffen wir uns eine Basis, mit der wir in die Lage versetzen, unseren Stoffwechsel anzufangen, diesen ganzen Speicherzucker und dann in Folge daran auch schrittweise das Speicherfett abzubauen. Denn was passiert? Wir können unsere eigenen Körperfette in Energie umwandeln. Das sind dann die Ketonkörper. Und deshalb heißt diese Ernährung auch ketogene Ernährung, weil wir über die Umstellung der Ernährung auf Fett basiert unseren Körper anfangs die Fette zuführen, damit er Ketonkörper aus den Nahrungsfetten kreiert und damit er wieder die Zellen erreicht, die durch das Insulin eben zugemacht haben.
Die Ketonkörper sind die einzigen Mittel, die die Zelle retten können vor dem Tod, ja, vor dem Aushungern. Denn die Fette, die Ketonkörper, können ohne Insulin in die Zellen kommen. Und dadurch können dann auch die Mitochondrien mit dieser alternativen Brennstoffressource anfangen, wieder Energie zu kreieren. Und darauf kommt es an. Ja? Dann spürt man mit der Zeit, dass die Energie wieder wächst, dass unser Körper wieder in die Kraft kommt und dass wir anfangen, dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch Gewicht zu verlieren. Und wenn wir diese ganze Geschichte dann noch auf gesunde Füße setzen, und zwar, dass wir eine gesunde Form der ketogenen Ernährung praktizieren, dann sind wir auf einer ziemlich sicheren Seite, dass wir uns eine wirklich gesunde, breite Basis schaffen, auf der wir unsere Gesundheit dann immer weiter verbessern. Also diese Abwärtsspirale umkehren, das können wir wieder aufwärts Spirale kreieren. Ja? Ich hoffe, das ist soweit verständlich gewesen. Hier ist noch einmal, Insulin darf man auf jeden Fall nicht verteufeln, denn Insulin ist nicht unser Feind. Insulin ist unser Schutzhormon. Ja? Es schützt unser Blut vor den Riesenmengen an Zucker. Wir brauchen das Insulin, weil es uns im Prinzip unser Leben rettet. Denn wenn der Zucker über lange Zeit so hoch bleibt, wie wir das manchmal essen, dann würden wir ins Koma fallen. Ja, also das Insulin rettet uns davor. Und deswegen ist es auch wichtig. Wir brauchen das Insulin. Wir brauchen es nicht nur in Bezug auf Zucker. Insulin ist auch in allen Aufbauprozessen unseres Körpers beteiligt, zum Beispiel Muskelaufbau, zum Beispiel Aufbau frischer, neuer Zellen. Wir brauchen Insulin in vielerlei Hinsicht. Aber Insulin kann uns natürlich auch, wenn es so viel ausgeschüttet wird, weil wir so viel Zucker im Blut angesammelt haben, dann kann es uns auch schaden. Ja, es ist immer, immer die Balance. So. Insulin ist da, um uns sowohl vor direktem als auch vor verstecktem Zucker und den Kohlenhydraten zu schützen. Denn Zucker ist auch gefährlich für uns Frauen mit Fettverteilungsstörung. Ne? Also uns Frauen mit Lipödem ist der Zucker eben auch sehr gefährlich. Jede Frau, die Lipödem hat, weiß das, die spürt das an ihrem Körper. Wenn sie sehr zuckerreich gegessen hat, dann können sie sich gleich ins Bett legen und nicht wieder aufstehen. Dann ist die Müdigkeit so stark und die Beine fangen wieder an zu spannen. Das liegt daran, dass der Zucker eben sich sofort dass der Zucker eben sehr viel Wasser bindet und dieses Wasser sich dann halt in den Beinen sammelt. Dort, wo sowieso schon viele Entzündungen stattfinden, da wird dann eben immer noch mehr ein bisschen hingelagert. Doch wenn die Zellen Insulin zurückweisen, sammelt sich bei weiterem Kohlenhydratekonsum immer mehr Insulin im Blut. Das ist das, was ich erklärt habe, weil die Bauchspeicheldrüse keine Nachricht bekommt, dass es genug ist. Der Zucker ist zu hoch im Blut und deshalb bleibt die Umwandlung in Fett nur noch übrig für unseren Körper, um ihn quasi vor dem Zuckerkoma zu retten. Insulin ist hoch, dann ist auch Fettspeicherung hoch, ja, weil Insulin eben unser Fettspeicherhormon ist. Solange eine Insulinresistenz besteht und der Zucker im Blut nicht abgebaut oder reduziert wird, ist keine Fettverbrennung möglich. Das heißt, alles, was wir essen, kann nur noch in Fett umgewandelt werden und abgelagert, weil wir es nicht verbrennen können. Wir können den Zucker nicht nutzen als Energie und weil wir so viel Zucker haben, können wir auch die Fette nicht nutzen als Energie. Und das ist eine echte Pattsituation. Deshalb werden so viele Leute krank, die eine Insulinresistenz haben. Meine ganzheitliche Antwort ist die Gesundwege-Keto. Ketone kommen ohne Insulin in die Zellen und wir haben immer genug davon am Körper und keinen Zwang, immer zu essen. Denn wenn wir eine Umstellung in die gesunde ketogene Ernährung gemacht haben, dann schaffen wir uns eine Situation, in der wir immer essen. Ja, weil dann, wenn wir nicht essen, essen wir unser eigenes Körperfett. Wir schaffen uns neue Hormone, wir schaffen uns neue
Stoffwechselpfade und Hormone werden wieder kraftvoll gebildet, weil Hormone nämlich aus Proteinen und Fetten bestehen und nicht aus Kohlenhydraten. Wenn wir fast nur Kohlenhydrate essen, hungern wir unseren Körper an Hormonen aus. Deswegen funktioniert dann nach und nach kaum noch was richtig. Ja, wenn wir aber die Umwandlung in die gesunde Form der ketogenen Ernährung machen, dann bringen wir unseren Körper auch wieder dazu, längst vergessene oder längst versiegte Hormone wieder zu kreieren. Ja, und unser Körper balanciert sich auf einem immer höheren, gesünderen hormonellen Niveau aus. Das funktioniert aber nur, wenn wir dem Körper auch genügend Nährstoffe zuführen. Nicht nur ketogen essen, unsere Lieblingsmahlzeiten einfach ein bisschen umbasteln, dass sie halt in ketogener Form zu finden sind, sondern wir müssen einen echten Shift machen. Ja? Wir bauen dadurch die Zuckerspeicher ab, ebnen den Weg, sodass der Körper beginnt, Fette zu verbrennen und sorgen dafür, dass die eigenen Körperzellen, Fettzellen sich öffnen und damit der Inhalt, also die Fette, als Brennstoff für die Energiegewinnung zur Verfügung stehen. Und wie ich anfangs erwähnt habe, haben ja gerade Menschen, die übergewichtig sind, einen enormen Speicher an Energie. Die könnten also wochenlang auf Nahrung verzichten und würden dennoch immer satt sein, ja. Also das ist wirklich eine Umstellung. Denn wenn wir die gesunde Form der ketogenen Ernährung praktizieren, dann essen wir nur noch maximal 3-mal am Tag und nicht mehr 5-mal oder 6-mal oder 7-mal, wie wenn wir uns von Kohlenhydraten ernähren, weil wir uns von den Blutzuckerschwankungen einfach abkoppeln. Wir pflegen einen konstanten, niedrigen Blutzucker. Unsere Zellen machen wieder auf, die regenerieren und bekommen eine alternative Brennstoffressource, sodass sie wieder in ihre Energie kommen. Denn Menschen, die einen hohen Grad an Insulinresistenz haben, die haben auch keine ordentliche ATP-Produktion in ihrem Körper mehr. Die Zellen sind ja zu, die Mitochondrien können gar keine Energie mehr produzieren. Und dann hat der Körper eine Alternative geschaffen, und zwar die Gärung. Und die findet außerhalb der Zelle statt. Ja? Und die sorgt aber dafür, dass dann nur noch anstelle von 32 ATP nur noch 2 ATP produziert werden. Und deshalb fühlen sich Menschen mit Insulinresistenz so kraftlos. Ja? Sie haben also keine Energie mehr, nur noch ein ganz kleines bisschen. Und ich habe auf meinen ganzen Recherchen, und das habe ich auch in meinem Buch, ganz genau erklärt, wie das funktioniert mit der ganzen Insulinresistenz und wie man sich davon befreit, mithilfe der gesunden ketogenen Ernährung. Das habe ich in meinem Buch beschrieben, warum das so wichtig ist. Denn die Gärung, die da stattfindet, das ist die Vorstufe von Krebs. Ja. Weil unser Körper Sauerstoffarmut hat, weil unser Körper mit Zucker überflutet ist, weil unser Körper keine Energie hat mehr für die normalen Stoffwechselprozesse. Und das ist dann eine ganz schwierige Situation. Okay, wir kommen in die Energie, die roten Blutkörperchen verbessern sich und die Insulinresistenz kann schrittweise abgebaut werden, weil unsere Zellen wieder Nährstoffe und Sauerstoff für ihre Heilung bekommen. Ja, das ist der Sinn der gesunden ketogenen Ernährung. Auch wenn wir nicht alle Zellen, das will ich auch noch erwähnen, jetzt könnte der eine oder andere auf die Idee kommen zu sagen, ich muss ja Kohlenhydrate essen, weil nicht alle Zellen im Körper können mit Fetten leben. Es gibt immer ungefähr 15% unserer Körperzellen, die niemals adaptieren zu Fetten. Die brauchen ihren Zucker. Und wo soll der dann herkommen? Also, das ist meine Antwort. Zucker und Kohlenhydrate sind keine essentiellen Nährstoffe. Wir können ein Leben lang ohne Kohlenhydrate zu essen gesund leben. Und das liegt daran, dass unser Körper aus Fetten und auch aus Proteinen Zucker herstellen kann. Und das macht er auch. Ja, und das ist ja das Allerbeste, dass unser Körper
die Fette, die wir sowieso zu viel mit uns rumtragen, in der Lage ist, die in Zucker umzuwandeln und die 15% Körperzellen, die wirklich nicht adaptieren können, damit zu versorgen. Perfekt. Wir nehmen weiter ab. Ja? Wir bauen das überschüssige Körperfett ab. Und man muss auch keine Angst haben, dass wenn man dann sein Wunschgewicht erreicht hat, dass man dann nicht aufhören kann, abzunehmen. Das ist auch nicht der Fall. Weil wir das über eine kleine Kohlenhydraterhöhung in unserer Ernährung immer gut steuern können. Sobald wir ein gesundes Gewicht erreicht haben, einen dauerhaft gesunden Blutzucker, sobald unsere Zellen wieder gut versorgt sind, unser Gehirn wieder gut funktioniert, wir nicht mehr so vergesslich sind, wir nicht mehr so viele Gemütsschwankungen haben, sobald wir permanent in guter Energie sind, mehrere Tage ohne zu leiden fasten können, sobald wir dieses Stadium erreicht haben, haben wir unseren Stoffwechsel wirklich wieder von Grund auf sauber gemacht und aufgeräumt und er funktioniert wieder kraftvoll und er kann in dem Augenblick auch wieder viel besser mit Kohlenhydraten umgehen. Solange wir in der gesunden Ratio bleiben und nur so viele Kohlenhydrate essen, wie unser Stoffwechsel auch gesund verstoffwechseln kann. Ja? Gut, das war jetzt mein Exkurs in die Insulinresistenz. Ich hoffe, also meine Präsentation hat euch ein bisschen zu dem Verständnis geholfen, was Insulinresistenz ist, warum der Zucker so gefährlich in unserem Körper ist, warum wir bestimmte Dinge eben tun müssen, damit wir eine Chance haben, dauerhaft und wirklich nachhaltig gesund abzunehmen und unseren Körper gleichzeitig auf ein gesünderes Level zu heben, ja, also unsere Gesundheit zu stärken und nicht auf Kosten der Gesundheit abzunehmen. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben und deshalb gibt es auch mein Online-Gruppencoaching-Programm, das im Oktober wieder starten wird. Am 2. Oktober geht's los und wer sich für dieses Programm näher interessiert, dem würde ich bitten, einfach auf die Warteliste zu gehen, auf meiner Seite www.gesundwege.com. Dort gibt es einen Link zum Hinweis auf das Gruppenprogramm und dort kann man dann den Button drücken, dass man auf die Warteliste kommt. Das ist völlig unverbindlich, aber je mehr Leute auf dieser Warteliste stehen, desto eher werde ich einen Vorverkaufstag einrichten. Ja, denn die Anzahl der Mitglieder für dieses Gruppencoaching-Programm ist begrenzt und ich möchte natürlich, dass die Leute teilnehmen können, die sich das am meisten wünschen. So, ich schaue mal, ob jetzt noch irgendwelche Fragen gekommen sind hier unterhalb der Übertragung. Dazu muss ich jetzt einfach nochmal hier drüben, ich habe also noch einen zweiten Bildschirm, wo ich die Facebook-Seite im Auge behalte. Ich schaue mal hier, ob hier noch irgendwelche Kommentare gekommen sind. Das ist also nicht der Fall. Deshalb hoffe ich, dass euch das jetzt gefallen hat. Gebt mir bitte ruhig einen Kommentar oder auch ein Like, wenn euch das Video viel gegeben hat. Ich werde immer wieder mal live kommen. Ihr könnt mir auch eine Frage stellen, die euch unter den Nägeln brennt. Die werde ich gerne in einem anderen Video und einer anderen Live-Übertragung für euch beantworten. Ich wollte euch nur eben näher bringen, dass es gar nicht mehr so, dass man gar, also je älter man wird, dass man gar nicht mehr so viel Auswahl und so viel Chancen hat, gesund alt zu werden, wenn der Stoffwechsel einen höheren Grad an Insulinresistenz bereits vorweist, ja, also aufweist. Dann ist es wichtig, dass man da an der Basis etwas ändert. Und dafür habe ich diese Präsentation gemacht. Ich hoffe, dass, ja, dass ihr auf einem guten Weg seid, die richtigen Entscheidungen trefft, bei mir oder bei irgendjemand anders, euch die Informationen holt. Ich habe einen sehr informativen YouTube-Kanal, das könnt ihr auch mal reinschauen und euch weitere Inspirationen und Antworten abholen für eure Situation. Vielleicht ist da auch was dabei. Vielleicht habt ihr irgendwelche Beschwerden oder Konstitutionen, die ich da schon beantwortet oder behandelt habe, ja, aus deren Blickwinkel.
Und ihr könnt mir gerne, wie gesagt, einen Kommentar hinterlassen für weitere Themen, weitere Videos oder für Dinge, die ihr gerne wissen möchtet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald wieder.